Ja, liebe Snackfreunde, hallo und herzlich willkommen zu unserem äh, Webinar heute hier am Snack-Samstag, Samstag 10 Uhr. Ich hoffe, es haben alle gut gefrühstückt. Ich bin Alexander Huhn, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wir sprechen heute über das Thema ähm, Foodtrends im neuen Jahrzehnt und wollen dazu mal ähm, gucken, vor allem, wie sich Foodtrends entwickeln, was aktuell Trends sind, was wir essen, was wir in Zukunft essen werden und vor allem auch die wichtige Frage, wie wir die Foodtrends in unsere Filialen bringen können. Ich freue mich, dass so viele Teilnehmer heute dabei sind. Ähm, Grüße in die ganze Runde und äh, obwohl wir uns jetzt nicht sehen können, also ihr seht mich, aber ich sehe euch leider nicht, ähm, könnt ihr euch an dem Webinar auch gerne beteiligen, indem ihr einfach hier die Chatfunktion nutzt, die sich je nach Einstellung an eurem Computer meistens hier am unteren Bildschirmrand äh, befindet und wie eine kleine Sprechblase aussieht. Ähm, da könnt ihr alle Fragen stellen und auch eure Meinung kundtun. Und ja, einfach mal erzählen, was euch zum Thema Food Trends bewegt. Wir werden die Fragen dann auch aufnehmen, zwischendurch beantworten oder auch am Ende dann nochmal darauf eingehen. Wenn ihr uns bei Facebook Live verfolgt, könnt ihr das genauso machen und dann auch äh, dort den Chat nutzen. Da seid ihr auch dabei und ich freue mich auf eine rege Beteiligung. Ja, wir haben eine ganze Menge Daten heute vorbereitet. Ich gucke mal in die Technik rüber. Dann könnten wir jetzt mal eine Präsentation dazu starten, äh, damit ihr auch alle seht über was wir heute sprechen, nämlich über die Foodtrends des neuen Jahrzehnts. Und da wollen wir einige Fragen mit beleuchten. Und jetzt funktioniert hier das Klicken nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht, ob ich geklickt habe oder ob Marcel geklickt hat. Wahrscheinlich war es Marcel, aber wir kriegen das hin. Wir improvisieren. Das ist gar kein Problem, denn improvisieren muss man ja in unserem Beruf, in den Backstuben und Filialen auf jeden Fall jeden Tag. Und das sind wir ja gewohnt. Also wir wollen uns heute mal genau damit beschäftigen, wie eigentlich Foodtrends entstehen. Wer entscheidet das, was in ist? Welche Foodtrends gibt es aktuell? Und wie bringen wir das Ganze in die Filialen? Jetzt funktioniert es wieder. Danke an die Technik. Super gemacht. Also die erste Frage, die wir beantworten, wie entstehen Foodtrends? Also wer ist diese Kommission? Welches Gremium trifft sich einmal im Jahr, um zu entscheiden, das sind die Trendprodukte der nächsten Zeit und das sollten die Leute essen? Gibt es äh, dieses Gremium überhaupt? Wenn ja, wer ist das? Gibt es natürlich nicht, denn Foodtrends entstehen immer aus gesellschaftlichem. Einfluss. Die Gesellschaft verändert sich äh, immer wieder und stetig und ständig weiter und Einflüsse könnten zum Beispiel sein äh, eine weltweite Pandemie wie aktuell Corona oder auch Verfügbarkeiten von verschiedenen Rohstoffen, äh, Naturkatastrophen, ähm, ja, Änderungen in dem Schönheitsideal, das führt auch zu, ähm, zu einem Einfluss und zu einer Änderung in unserem Essverhalten. Wir haben heute auch ähm, die Möglichkeit, dass sich Foodtrends viel schneller verbreiten, denn wir haben neue Trendgeber und Verbreiter, die Influencer, die online sind und uns äh, über neueste Foodtrends informieren. Und dadurch haben Foodtrends auch die Möglichkeit, viel schneller um die Erde zu gehen. Ja, unsere Ernährung ist in stetigem Wandel, sie wiederholt sich aber auch oft. Da werden wir auch gleich nochmal ähm, drauf zurückkommen, dass man zum Beispiel alte Rezepte von der Oma wieder äh, nochmal nachkocht und nachbackt, vielleicht auch nochmal neu interpretiert mit anderen Gewürzen. Und was heute ganz wichtig ist, die Verbraucher äh, setzen sich ganz bewusst mit den Lebensmitteln auseinander. Sie wollen genau wissen, ähm, was wir essen, was drin ist, wie gesund das für meinen Körper ist. Starten wir mal mit den ersten ähm, Themen. Wir haben heute sechs äh, Themenblöcke für Sie zusammengefasst, die eben Einfluss auf Foodtrends haben. Und der erste ist leider immer noch aktuell die Corona-Pandemie. Während Corona hat sich das Essverhalten stark verändert, wie auch das Einkaufsverhalten der ähm, Menschen in Deutschland hat sich stark verändert. Und ähm, ja, es ging in Corona viel darum, Kontakte zu reduzieren. Ähm, und das hatte auch zur Folge, dass ganz, ganz viele Leute im Homeoffice gearbeitet haben. Dadurch fallen die Kontakte weg mit Kollegen im Büro, in, in der Fabrik, bei der Arbeit, aber natürlich auch die Kontakte auf dem Weg zur Arbeit, also Bus und Bahn. Da konnte man auch einsparen. Was dann natürlich auch wegfällt, wenn ich nicht ins Büro gehe, um dort ähm, zu arbeiten, brauche ich auch nicht in die Kantine gehen. Ich kann nicht mit äh, meinen Kollegen in der Mittagspause zum Italiener um die Ecke gehen. Ich musste mich also zu Hause mit dem Essen beschäftigen. Und das haben viele Menschen gemacht, nämlich doppelt so viele wie vorher kochen jetzt mit frischen Zutaten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch, dass sich der Absatz von Fertiglebensmitteln und Fertiggerichten für die Mikrowelle zum Beispiel auch stark erhöht hat. Da ging es dann nicht ums Kochen, sondern eher um Essen warm machen. Zehn Prozent mehr als vor Corona beschäftigen sich jetzt auch mit gesunder Ernährung. Einfach auch aus diesem Trend heraus, dass man sich ganz bewusst damit befasst, was wir eigentlich essen wollen. Ja, und ähm, der, Ab oder der, der Verzehr von ungesunden Snacks und Müsliriegeln, Schokoriegeln und so weiter hat auch ein bisschen zugenommen. Denn zu Hause, also jeder hat ja eine Schublade oder vielleicht auch einen kleinen Schrank mit Süßigkeiten und da kriegt das ja auch keiner mit. Da muss man sich im Büro vor den Kollegen äh, nicht als äh, äh, ja, Süßigkeiten-Sünder outen, sondern kann einfach zu Hause ganz genüsslich äh, diese Süßigkeiten essen. Und das hat, wie gesagt, auch zugenommen während der Corona-Zeit. Ja, wir mussten nicht nur uns versorgen, sondern auch. Die Kinder versorgen im Homeschooling und aber auch die Kinderverpflegung übernehmen, denn die Schulen und Kantinen waren ja auch dicht. Das heißt, wir mussten wirklich selber kochen und das hat aber auch zur Folge gehabt, dass der Trend, den wir in den letzten Jahren verspürt hatten, Snackification, also mehrmals am Tag kleine Mahlzeiten zu sich zu nehmen, ist während Corona so ein bisschen zurückgegangen und hat sich eher wieder so in die klassischen äh, drei, vier Mahlzeiten ähm, eingependelt. Ja, einfach weil wir zu Hause waren, weil wir die Möglichkeit hatten, uns regelmäßig ums Essen zu kümmern. Und ja, das ist eigentlich der Hintergrund dahinter, dass wir wieder regelmäßiger zu Hause essen und auch mit der ganzen Familie. Corona, Homeoffice, Homeschooling, Essen zubereiten, Kinder bespaßen, das raubt alles wahnsinnig viel Kraft und natürlich auch Zeit. Und wir hatten außerdem die Chance, Kontakte zu reduzieren, indem wir nicht mehr selber einkaufen gehen. Oder aber vielleicht nur noch einmal die Woche in einen Supermarkt gehen, wo wir alles bekommen. Wenn wir das auch nicht wollen, dann lassen wir uns das heute liefern. Und zwar nicht nur bei ähm, klassischen Lieferdiensten, die zum Beispiel fertige Pizza bringen, sondern auch es werden Lebensmittel aus den LHs äh, nach Hause gebracht, aber auch Getränke kann man sich liefern lassen. Da gab es einen Riesenabsatz, zum Beispiel im Bereich klassische Lieferdienste konnte Delivery Hero, wo auch äh, Lieferando zum Beispiel dazugehört, oder pizza.de. Den Umsatz im letzten Jahr verdoppeln auf 2,8 Milliarden Euro. Also sieht man, die Leute haben wirklich viel äh, sich den Luxus gegönnt, um sich Essen nach Hause zu bestellen. Das hatte auch den Hintergrund, dass man ja so eine Sehnsucht auch nach draußen hatte, nach Essen, das man nicht selber zubereitet hat. Wir konnten auch nicht in Urlaub fahren. Und auch in diesem Jahr wird das äh, nicht so äh, möglich sein wie noch äh, vor der Corona-Pandemie. Deswegen gibt es eine aktuelle Umfrage, wo die Deutschen eigentlich in diesem Jahr 2021 Urlaub machen wollen. Und das sind fast zehn Prozent mehr, die sagen: Ich mache den Urlaub in Deutschland in diesem Jahr. Ähm, da fühle ich mich relativ sicher, während klassische Urlaubsländer wie ähm, Mittelmeer, also zum Beispiel Spanien, äh, hat hier abgebaut. Da wollen die Leute erstmal nicht hinfahren und auch Fernreisen haben hier ähm, so ein bisschen Minus in den Prozenten. Ja wenn wir nicht wegfahren, wollen wir aber trotzdem von da essen, wo wir eigentlich gerne sind. und deswegen ist ein Trend auf jeden Fall auch die Sehnsucht nach draußen zu sich nach Hause zu holen, zum Beispiel mit der Urlaubsküche. Ich hole mir Kochbücher und ähm, aus dem, von, von der Küche aus dem Land, wo ich zuletzt war. Ich stöbe in, in, im Internet nach tollen Gerichten aus den Urlaubsregionen, damit ich dieses Urlaubsfeeling so ein bisschen nach Hause holen kann. Der Bereich Dinner at Home, also auch das Zelebrieren ähm, vom Essen zu Hause, ähm, wird ganz stark nachgefragt in letzter Zeit. Trink mal kurz was. Es wird nicht nur das Essen besonders zelebriert, indem man zum Beispiel ja eine schöne Tischdecke auf den Tisch legt, ein bisschen Blumendeko macht und vielleicht auch noch ein Teelicht, um so ein bisschen Restaurantatmosphäre zu bekommen sondern man kann auch Essen aus seinem Lieblingsrestaurant um die Ecke bestellen. Da kann man direkt nochmal ähm, die lokalen Restaurants mit unterstützen und so auch dazu beitragen, dass die Chance größer ist nach der Pandemie, dass dieses Restaurant dann auch noch besteht und dass ich dann da wieder hingehen kann zum Essen. Ja, was äh, 2020 auch äh, äh, sehr stark war und auch schon eigentlich 2019 angefangen hat und die Foodtrends auch heute und nachhaltig ähm, beeinflussen wird, ist der Bereich Fridays for Future. 2019 haben die äh, jungen Leute angefangen, auf die Straße zu gehen, um für mehr äh, Klimaschutz und Umweltschutz und eine bessere Welt einfach äh, ja, auf die Straße zu gehen und dafür zu demonstrieren. Warum machen die damit? Es gibt hier eine schöne Umfrage vom Bundesumweltministerium. Zwei Drittel sagen, äh, das Thema Fridays for Future, Umweltschutz, Klimaschutz hat eine ganz, ganz große Bedeutung für mich und für die Zukunft. Und deswegen mache ich damit. Und ich will auch was bewegen. 57 Prozent machen deswegen damit. Und sogar auch 35 Prozent sagen, ich will etwas Sinnvolles tun. Das heißt also, dieses Klischee, was viele von den äh, Teenies haben, ähm, die daddeln nur am Handy rum und zocken den ganzen Tag PlayStation und Nintendo, äh, ist eigentlich bei diesem wichtigen Thema, tritt das in den Hintergrund. Die gehen raus und wollen was Sinnvolles tun und sehen auch hier eine Chance, ähm, sich einzubringen und aktiv an der ähm, ja, Zukunft mitzugestalten. Ganz interessant finde ich auch ähm, die Antwort: Ich mache damit, weil ich dann schulfrei habe. Das sind nur sechs Prozent. Also kann man wirklich sagen, die Leute, die für Fridays for Future auf die Straße gehen, die machen das, weil da was dahinter steckt und weil ihnen dieses Thema einfach wichtig ist. Ja, nochmal die Info. Sie können gerne im Chat hier entweder bei Zoom oder auch bei Facebook Ihre Fragen stellen, die wir dann auch hiermit gleich aufnehmen werden und beantworten. Nutzen Sie das und beteiligen Sie sich gerne hier an, der, an dem Webinar, an der Diskussion. Ja, Fridays for Future, ähm, Klimaschutz ist besonders wichtig. Ähm, die Leute haben uns gezeigt, dass wir auch auf erneuerbare Energien immer mehr achten sollten und vor allem, dass auch Tierwohl sehr, sehr wichtig ist. Ähm, es wird heute weniger Fleisch gegessen, dafür aber hochwertiges Fleisch und auch hier wieder mit dem Hintergrund, ich als Verbraucher möchte irgendwie wissen, wie wird das Fleisch produziert? Wer hat die Tiere gefüttert? Wer hat sie geschlachtet? Wer hat sie weiterverarbeitet? Das sind alles wichtige Infos, die mich als Verbraucher interessieren, wenn ich schon Fleisch essen möchte. Die Lebensmittel dürfen heute auch gerne regional sein. Sie dürfen auf jeden Fall auch saisonal angebaut sein. Verbraucher achten heute mehr darauf, dass die Produkte richtig zu den Jahreszeiten, wo sie auch natürlich wachsen, verkauft und geerntet werden. Und ähm, der Anteil von biologischen Lebensmitteln ähm, wird auch höher und auch da ist der Hintergrund, dass die Leute ein, so ein bisschen so eine Sicherheit haben wollen, dass sie hochwertige Lebensmittel essen. Ja, wenn wir einkaufen, wollen wir auch ein bisschen auf Nachhaltigkeit achten, denn auch das trägt zum Umwelt- und Klimaschutz bei. Ähm, ja über 80% Prozent sagen hier 87 Prozent, ich kaufe nachhaltig ein, aber eher unbewusst, also, ich versuche das mal zu berücksichtigen oder wenn das von den Produkten her passt, 11 Prozent, die kaufen überwiegend nachhaltig ein. Das geht natürlich besonders gut in Bioläden, direkt beim Erzeuger oder auch in den sogenannten Lose-Läden. Denn hier geht man hin und man hat in diesem Geschäft gar keine zusätzlichen oder vielleicht auch unnötigen Verpackungen. Denn hier geht man hin und holt sich Reis, Nudeln, Gemüse, indem man mit seinen eigenen Weggläsern, Tupperdosen oder auch Mehrwegbeuteln dahin kommt und dann äh, sich die Produkte dort abfüllt und einfach ohne zusätzliche Verpackung dann wieder mit nach Hause nimmt. Nachhaltige Verpackungen sind ein Riesenthema, gerade auch beim Bäcker. Ähm, Papier, Seiten, Faltenbeutel ähm, äh, gibt es natürlich immer können ins Altpapier, aber auch gerade Snackverpackungen werden immer nachhaltiger und können komplett kompostiert werden und da wird gar kein Plastik oder andere Silikone zum Versiegeln irgendwie mehr verwendet. Da haben wir einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht, um auch hier auf die Umwelt ein bisschen Acht zu geben. Auch viele Kosmetikhersteller achten darauf, dass zum Beispiel die Kosmetik ohne Mikroplastik produziert wird oder dass die Verpackung aus recyceltem Plastik besteht. Das sind heute alles Argumente für den Nutzer und für den Konsumenten, diese Produkte einzukaufen oder eben auch dann im Regal stehen zu lassen. Wir wollen nicht nur Plastik vermeiden, sondern auch Lebensmittelverschwendung vermeiden, ähm, Retouren vermeiden, Retouren reduzieren. Ähm, gerade auch beim Bäcker bietet sich da an, auch ähm, ja, mit Apps zu arbeiten, äh, wo man zum Ladenschlussende nochmal Produkte einstellen kann, die der Nutzer dann zum vergünstigten Preis bekommen kann. Und äh, hier werden dann die Retouren vermieden und am Ende natürlich auch ähm, der Abfall wird vermieden. Ja, wir haben hier schon mal direkt eine Frage bekommen von der Bettina, ob man die Präsentation im Anschluss erhalten kann. Äh, unsere Webinare werden äh, im Anschluss wahrscheinlich ab morgen dann auch auf YouTube verfügbar, keine, äh, verfügbar sein und da kannst du dir das ganze, äh, das ganze auch noch mal angucken äh, und auch zwischendurch stoppen, wenn ich jetzt ein bisschen zu schnell reden sollte. Ja, der dritte wichtige Punkt, der unsere Foodtrends beeinflusst, ist die Digitalisierung. Digitalisierung ist in aller Munde, vor allem auch in den Betrieben wird immer mehr digital gemacht. Und wir alle sind eigentlich mit Smartphones ausgerüstet und sind den ganzen Tag online und zwar am meisten natürlich in den sozialen Netzwerken. Das beliebteste soziale Netzwerk in Deutschland ist mit 18 Millionen Nutzern wöchentlich Facebook. Knapp dahinter haben wir Instagram. Und neu dabei seit zwei Jahren ungefähr mit zwei Millionen Nutzern pro Woche ist TikTok. Eine Videoplattform, die vor allem ganz junge Nutzer anspricht. Und ähm, das wird auf jeden Fall auch noch wachsen. YouTube dagegen hat äh, immer noch wahnsinnig viele Abrufzahlen als Plattform äh, mit 30 Millionen, pro, äh, Millionen Nutzern pro Woche in Deutschland. Also hier wäre auch eine schöne Möglichkeit, sich da ähm, zu präsentieren. Ja, warum sind wir in sozialen Netzwerken aktiv? Gerade natürlich während Corona auch um den Kontakt zu unseren Freunden und Kollegen. Ähm, zu halten und vor allem auch um da uns zu präsentieren. Nämlich im Bereich Essen ist es heute nicht mehr so, dass man den Teller kriegt und man isst sofort los. Man muss erst ein Foto machen, dann wird das Bild mit Filtern und mit Hashtags versehen und dann hochgeladen in der Hoffnung, dass man da viele Likes und Kommentare für bekommt. Denn die Nutzer wollen sich als äh, Foodie äh, präsentieren und profilieren. Sie wollen in der Community und in Ihrer Peer Group derjenige sein, der die Trends aufspürt, der das leckerste Essen hat, was gut schmeckt und auch noch am allerbesten aussieht. Ja, Foodblogger und Influencer sind dann natürlich auch unterwegs und die zeigen uns dann, wie das geht, wie man äh, Produkte richtig fotografiert, wie man sie richtig ausleuchtet, damit man da wirklich ein leckeres, ähm, ja schon ein leckeres äh, Foto hat, um dann äh, auch Lust auf das Produkt zu kriegen. Viele Bäcker, viele Gastronomen arbeiten auch sehr eng mit Influencern und Foodbloggern zusammen, weil die eine große Reichweite haben und so auch die Produkte des Gastronomen weiterverbreiten können. Ja, wir sind nicht nur da, um also wir sind nicht nur online, um uns in sozialen Netzwerken rumzutreiben, sondern natürlich auch, um ganz viel einzukaufen nicht nur Mode, sondern natürlich auch Lebensmittel. Und hier hat der Umsatz äh, im E-Commerce im Bereich Lebensmittel um über 67 Prozent äh, konnte der gesteigert werden von 2019 auf 2020, was einfach auch damit zu tun hat, dass wir dann nicht mehr selber in den Supermarkt gehen müssen, sondern uns hier die Lebensmittel und äh, Rohstoffe nach Hause schicken lassen können. Dieser Trend wird auf jeden Fall auch weitergehen. Ich glaube, dass die Steigerung zu den nächsten Jahren nicht mehr so massiv sein wird. Aber der Absatz wird hoch bleiben, denn ja, Lebensmittel einkaufen hat einfach was mit Genuss zu tun. Und man will in, den, in, in, in die Läden gehen und Obst und Gemüse will man sehen und riechen, anfassen, vielleicht auch mal probieren. Man will sich einfach vor Ort von der Qualität und von der Frische überzeugen. Und das ist natürlich online ganz, ganz schwierig. Da muss man sich wirklich auf Videos oder Fotos verlassen, vielleicht auch auf Nutzerbewertung oder Empfehlung von Freunden. Aber ich glaube, dass der ähm, Lebensmittelbereich weiter im stationären Handel bleiben wird. Ja, wenn ich da bin und kaufe äh, Online-Lebensmittel ein, ist es eigentlich nicht mehr weit, um auch weitere Infos über meine Rohstoffe digital zu bekommen. QR-Codes ähm, sind auch schon eigentlich überall drauf. Da kann der Konsument weitere Infos zu den Rohstoffen bekommen, Rückverfolgung bis zum Produzenten zurück, aber auch vielleicht Rezeptideen oder besondere Angebote dazu oder auch Nährstoffe können da angeboten werden, die der Nutzer sich dann digital angucken kann. Ja, man sieht schon, wir befassen uns sehr, sehr stark mit den Lebensmitteln und sind da sehr sehr aufmerksam, aber auch achtsam und zwar achtsam mit uns und mit der Umwelt, denn Achtsamkeit, Selbstliebe, Selfcare, Quality Time, das sind alles nicht mehr Begriffe, die in die Esoterikecke gehören und die man irgendwie nur so Yogis zuschreiben kann, das ist heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Jeder versucht, sich selbst zu optimieren, ähm, sucht sich eigene Freiräume und Zeiten und Plätze, wo er sich nur auf sich konzentrieren kann, wo er sich und seinem Körper und seinem Geist was Gutes tun kann. Und das sind heute Themen, ähm, die die Menschen stark beschäftigen. Und auch das spiegelt sich wieder in den Foodtrends wider. Denn, wenn man mal in ja, Schulkochbücher äh, schaut aus den 80ern, 90ern, dann ging es eher darum, wenn du diese Beschwerden hast, hilft dir das Lebensmittel. Heute ist es eher so, dass wir bestimmte Lebensmittel und Rohstoffe essen, äh, um einigen Krankheiten dann vielleicht sogar vorzubeugen. Gesunde Ernährung ist ganz, ganz wichtig für uns und für viele Menschen, nämlich für fünf Millionen in Deutschland, die sich als Vegetarier bezeichnen und 1,8 Millionen, die sogar den veganen Lebensstil für sich entdeckt haben, ist es wichtig in der Ernährung auf äh, pflanzliche Produkte und pflanzliche Rohstoffe ähm, zurückzugreifen. Auch hier durch diese Lebensweise kann man sich, ähm, kann man den Bedarf an Proteinen, Eiweißen und so weiter gut decken. Ähm, das ist alles auch ziemlich umweltfreundlich und der Trend geht wirklich dazu, auch oft nicht nur einen Veggie-Day einzurichten, sondern eher mal einen Fleisch-Day einzurichten, nämlich den Fleischkonsum zu reduzieren und eher auf pflanzliche Produkte zu setzen. In so einer gesunden Ernährung dürfen auch Superfoods nicht fehlen. Superfood, ein Supermarketingbegriff, der ja, Rohstoffe hervorgebracht hat, von denen vorher noch niemand, der normalen Verbraucher gehört hat, die ähm, ja, denen super äh, Inhaltsstoffe und Wirkstoffe zugeschrieben werden, die aber auch von sehr weit herkommen und dadurch lange transportiert werden müssen, was für die CO2-Bilanz natürlich nicht so toll ist. Denn wenn man zum Beispiel mal an Chia oder an Quinoa denkt, das kommt hauptsächlich aus Südamerika und teilweise auch aus China. Hier kann man aber auch auf Superfood vor der Haustür zurückgreifen, denn äh, Hafer oder Dinkel. Sind super äh, Foods, die direkt bei uns wachsen und dann einen ganz äh, geringen äh, Transportweg dann auch haben. Wichtig für die gesunde Ernährung ist auch noch ähm, der Verzicht oder die Reduzierung des Alkoholkonsums. Ähm, heute gibt es äh, viele Hersteller, die Spirituosen sozusagen nachmachen und dann zum Beispiel einen alkoholfreien Gin äh, anbieten, der natürlich nicht Gin heißen darf, denn da muss ja von Gesetz aus schon mal 37,5 Prozent. Alkohol mindestens drin sein. Aber hier werden die gleichen Botanicals diesem Getränk zugefügt, was Wasser destilliert wird. Und für den Kick, dass man noch so ein bisschen so ein Brennen von dem Alkohol im Hals zumindest simuliert, werden dann noch pflanzliche Zusatzstoffe, wie zum Beispiel Ingwer-Extrakte oder Chili-Extrakte hinzugefügt. Ja, damit man so ein kleines Alkoholgefühl dann doch noch hat. Ja, das sind ganz moderne Sachen. Aber wir gehen auch in unserem Leben und in unserer Ernährung zurück zu den Wurzeln, indem wir zum Beispiel, ich habe das eingangs schon gesagt, alte Rezepte nochmal neu aufleben lassen. Das Kochbuch von Oma wird nochmal rausgeholt, da werden die Gerichte nachgekocht, an die man vielleicht in der Kindheit auch Erinnerungen hat, heute aber mit ähm, Gewürzen und Rohstoffen ähm, versehen und modern interpretiert, die Oma vielleicht noch gar nicht kannte, die aber auch toll zu den Gerichten passen. Viele Rohstoffe von früher erleben auch eine äh, Renaissance, wenn man zum Beispiel mal an ähm, Rüben oder Kohl denkt, Steckrüben, äh, Grünkohl, Pastinake, Petersilienwurzel. Das sind alles ähm, Gemüse, die eigentlich eher so eine, ja, so, so eine Kriegsgenerations-Image haben. Aber heute werden auch diese Produkte wieder neu interpretiert und da kann man ruhig mal wieder probieren. Ähm, man kann da ganz tolle frische und moderne Sachen mitmachen. Wenn man wissen will, wo die Lebensmittel, vor allem Obst und Gemüse, herkommen, macht es Sinn, das auch selber anzubauen. Das kann auf dem allerkleinsten äh, Fleck ähm, passieren, denn gerade in der Stadt ist ja, sind Grünflächen eher rar gesät. Deswegen hilft zum Beispiel auch schon ein äh, Karton, äh, Balkonkasten. Balkonkasten mit Kräutern äh, zum Beispiel oder auch ein kleines Hochbeet auf dem Balkon auf der Terrasse, ähm, eine kleine Pilzzucht im Keller kann alles dazu beitragen, dass man äh, sich selber um die Rohstoffe kümmert. Aber auch der Bereich Schrebergarten, Kleingarten ist ganz, ganz aktuell und sehr beliebt, besonders bei jungen Familien. Hier kann man auch den Kindern natürlich zeigen, wo die Rohstoffe herkommen, wie das alles wächst und ähm, produziert wird. Und ja, kann hier für seine eigene Versorgung dann auch äh, sorgen und sich darum kümmern. Aber alle, die jetzt zugucken und vielleicht selber auch einen Garten haben mit Obst und Gemüse, wissen auch, äh, man erntet ja immer viel mehr, als man selber sofort essen kann. Deswegen äh, ist es auch aktuell sehr angesagt, äh, die Rohstoffe haltbar zu machen. Und zwar auch mit altbewährten äh, und traditionellen Verfahren. Also Einkochen von Obst und Gemüse, Marmelade kochen, äh, saures Einlegen von Gemüse, aber auch zum Beispiel das Fermentieren ist hier angesagt, um die Rohstoffe haltbar zu machen, damit man sich das ganze Jahr davon ernähren kann. Genau. Ähm, ja, wenn man nicht selber anbaut, ähm, wo holt man sich dann die Rohstoffe, Obst und Gemüse und weiß dann, wo es herkommt? Dann geht man zum Erzeuger oder auf dem Wochenmarkt. Denn hier weiß man, wo, äh, wo es herkommt. Man kann. Auch trotz Corona hier noch direkt mit dem Verkäufer, mit dem Erzeuger sprechen. Man hat einen, einen sozialen Kontakt, eine Interaktion und ähm, kann hier noch so ein bisschen ja gewohnter einkaufen, wie es sonst im Supermarkt war. Auch wenn natürlich auf Wochenmärkten ähm, genau die gleichen Abstands- und Hygieneregeln ähm, gelten, aber man muss hier halt keinen Wagen mitnehmen, wenn man nur mal eine Schale Erdbeeren kaufen möchte. Wochenmärkte sind Gerade auch zu Corona-Zeiten der absolute In-Treffpunkt geworden. Hier geht man. Samstags morgens nicht nur hin, um sich mit Kartoffeln und vielleicht ein Stück Fisch äh, zu versorgen. Hier geht man hin, um die Leute und die Freunde, die Nachbarn aus seinem Kiez, aus dem Viertel zu treffen. Äh, hier trifft man sich zum Kaffee trinken am Sonntag mit am Samstag mit Freunden und kauft nebenbei noch ein. Kann hier über die Lebensmittel nochmal sprechen, tauscht Rezepte aus und kann hier einfach dieses Einkaufserlebnis. Wochenmarkt ganz bewusst genießen und ja, Wochenmärkte sind wirklich absolut angesagt. Ja, das sind, ist ein Teil, wo man einkaufen kann. Es gibt natürlich diverse Orte: LEH, Hofladen, Bauer, Bauer, Bauernmarkt, Wochenmarkt, Discounter oder online. Das ist eine große und vielfältige, diverse Bandbreite und Diversity, viel Vielfalt ist auch ein absoluter. Trend in der Gesellschaft. Es ist eine Strömung, die jetzt aufkommt in den letzten Jahren, die sich auch ganz massiv auf unsere Ernährung niederschlagen wird. Jetzt sollte es hier nochmal gehen. Genau. Was bedeutet denn eigentlich Diversity? Diversity darf man nicht verwechseln oder gleichsetzen mit dem D, was wir jetzt alle in Stellenausschreibungen als Kennzeichnung für das dritte Geschlecht, Geschlecht männlich, weiblich, divers, äh, nehmen. Ähm, denn das ist natürlich auch gesetzlich schon vorgeschrieben seit 2019. Das müssen wir alle machen. Ähm, wenn ich das tue als Unternehmen, kann ich aber noch nicht sagen, ich bin ein Unternehmen, das auf Diversity setzt. Denn die Vielfalt in dem Unternehmen, in unserer Gesellschaft beinhaltet die, ja, die ethnische Identität und Vielfalt, die sexuelle Identität, religiöse Identität, aber auch Alter, ähm, soziale Herkunft, ähm, politische Identitäten, Individualität ist hier das Schlagwort, ähm, was es gilt zu unterstützen und äh, was uns auch allen gut tut und hilft, hier eine vielfältige Gesellschaft zu haben, um das natürlich auch auf, das, äh, auf unser Essverhalten äh, runterzubrechen. Die Bäckerei Nefzeller in äh, Köln hat hier bei einem äh, ja, Pilotprojekt Mitgemacht und hat hier ähm, gezeigt, wie vielfältig Sie eigentlich im Unternehmen damit umgehen und wie auch, ähm, ja, wie das zum Erfolg des Unternehmens beitragen kann. Denn ein Diversity-Unternehmen ist definitiv erfolgreicher im Markt. Ähm, dazu gibt es ein tolles Video, wo wir den Link gleich mal in den Chat reinschreiben können. Und äh, dann können Sie sich das gerne nach, dem, äh, nach unserem Webinar nochmal angucken, denn das würde jetzt hier ähm, die, die Leitung sprengen und so ein bisschen ruckeln. Und äh, ja, können Sie sich besser noch mal so angucken. Wirklich ein sehr sehenswertes äh, Video, ähm, zweieinhalb, drei Minuten. Das lohnt sich auf jeden Fall, hier gleich noch mal reinzugucken. Die Bäckerei Zeller in Köln können Sie auch so bei Google noch mal selber suchen. Genau, ähm, ja, wie setze ich eigentlich so eine Vielfalt im Unternehmen um und wie hilft mir das vor allem als Bäcker bei den Lebensmitteln? <laughs> Wenn ich eine äh, vielfältige Belegschaft habe, dann geht das auch auf die vielfältigen Lebensmittel, denn so vielfältig wie die Belegschaft sind dann auch die Produkte. Denn sie haben die Möglichkeit, hier auf ähm, Rezepte und Gewohnheiten, Geschmäcker aus verschiedenen Regionen der Welt zurückzugreifen, das in die Produkte, in den Theken mit einzubauen und hier ein ganz tolles, vielfältiges Sortiment anzubieten. Man kann auch, das ist auch sehr aktuell, sich mit ähm, ja, interkulturellen Feiertagen zum Beispiel beschäftigen. Wir müssen nicht mehr nur ähm, christliche Feiertage zelebrieren, sondern können das auch bei jüdischen oder zum Beispiel auch bei muslimischen Feiertagen tun. Das sollte man auch in seiner Belegschaft ähm, so leben und da auch ähm, hier offen für sein, äh, diese Feiertage zu zelebrieren und so ein bisschen zu feiern. Man kann das Ganze auch mit, ähm, ja, mit Produkten und Aktionen in den Bäckereien. Noch mal ein bisschen vorantreiben. Das sind alles gute Möglichkeiten, um hier auch für Diversity im Alltag einzustehen. Denn die Diversity schlägt sich dann auch auf, den, ja, auf, das, auf das Essen, auf Food Diversity nieder. Und das ist doch wirklich ganz, ganz toll, wenn man einen vielfältigen und bunten Lebensmittelplan hat. Genau. Dann kommen wir jetzt mal zu der wichtigen und natürlich auch interessanten Frage. Von diesen ganzen Foodtrends und Ernährungstrends, die ich jetzt hier schon mal berichtet habe, was ja nur ein kleiner Einblick sein kann, was wird denn davon bleiben? Was wird auch wieder verschwinden? Werden wir also weiterhin regional einkaufen und saisonal? Werden wir auf Bioprodukte achten? Wird Nachhaltigkeit weiter ein großes Thema für uns bleiben und werden wir vielleicht Produkte auch vermehrt wieder selbst produzieren oder ist uns das dann doch alles ein bisschen zu anstrengend und wir kaufen wieder ganz bewusst im Supermarkt ein, wo ich alles bekommen kann? Spielt bewusste und gesunde Ernährung weiterhin eine Rolle? Wie ist es mit dem direkten Einkauf zum Beispiel? Dazu würde ich ganz gerne mal eine Umfrage bei euch starten und dann könntet ihr hier gleich einmal ähm, klicken. Und mal schauen, was eure Meinung ist ähm, hier auf die Frage, welche Foodtrends werden bleiben. Genau, da habt ihr jetzt einige Auswahlmöglichkeiten, die ihr hier nutzen könnt. Klickt da doch einfach mal drauf. Ja, jetzt machen die erst mit. Sehr schön. Ich sehe, es wurde doch gut gefrühstückt und auch der eine oder andere Kaffee schon ähm, getrunken. Ja, ruhig hier nochmal klicken. Das sind ja wirklich auch interessante Fragen, die wir uns äh, stellen müssen, denn wir können ja müssen ja langfristig planen mit unseren Produkten, gerade in Bäckereien. Und äh, müssen dann natürlich wissen, was foodtrendmäßig so angesagt ist. Ja, unsere Zuschauer bei Facebook, das sind auch einige, die können hier leider an der Umfrage nicht teilnehmen. Ähm, aber ich werde ja gleich das Ergebnis verkünden. Und zwar können wir das jetzt mal machen, dass wir die Umfrage mal beenden. Genau, und äh, ich habe auch eine komische Brille auf heute, aber die meisten sagen hier tatsächlich, gesunde Ernährung ähm, wird hier auf jeden Fall bleiben, aber auch regionale Lebensmittel und das Thema Nachhaltigkeit ist auch vor ähm, dabei. Und ähm, ja, was ist eigentlich dann jetzt die richtige Antwort? Da müssten wir nochmal die Umfrage schließen. Und dann klicke ich wieder hier. Genau. Nämlich alles bleibt. Alles bleibt und alles bleibt anders, denn die Trends, ähm, die wir haben, das ist genau wie in der Mode, das bleibt nie unverändert. Trends kommen und gehen und sie entwickeln sich aber immer weiter. Sie werden auch niemals vergessen werden, denn irgendeinen Beleg gibt es immer für die Snacktrends zum Beispiel. Irgendjemand äh, wird sich immer daran erinnern. Manche Trends gehen auch so ein bisschen in, in den Schlaf, in den Winterschlaf, werden dann nochmal wiederentdeckt und neu belebt. Und sie tauchen natürlich auch in anderen Regionen wieder auf. Und generell kann man auch sagen, dass die Trends natürlich ja, regional sehr unterschiedlich sein können, aber auch für jeden Einzelnen. Und natürlich sagen auch viele, was ist das für ein Trend? Das mache ich schon seit Jahren. Dann sind, seid ihr Trendsetter, wunderbar. Oder das ist überhaupt nichts für mich, da mache ich nicht mit. Ob man das machen muss als Bäcker, kommen wir auch gleich nochmal zu. Denn die wichtige Frage bleibt ja auch wenn wir uns diese ganzen Trends jetzt angeguckt haben und auch davon begeistert sind, wie bringt man das in die Filialen? Wie bringt man das in den Bäcker, in die Theke? Dazu stellt ihr euch bitte folgende Fragen, nämlich passen die Trends zu mir und meinem Unternehmen? Passen die Trends auch zu meinen Kunden und zu meiner Zielgruppe überhaupt? Oder auch zu meinen Standorten, ob ich jetzt Freeständer habe oder Hochfrequenzlagen in der Innenstadt oder bin ich eher so auf dem Dorf mit meinen Filialen, passt das da? Kann meine Produktion ähm, das umsetzen? Funktioniert das technisch, aber auch von den Mitarbeitern, die ich habe? Können die diese Trends, die ich mir überlege, dass ich die in meine Filialen bringen will, auch so umsetzen? Und vor allem auch, passen die Produkte und die Trends dann auch zu meinem Image? Das sind die wichtigen Fragen, die man sich stellen muss. Und äh, die allerwichtigste dabei ist eigentlich, muss ich denn jeden Trend mitmachen und meinen Kunden anbieten? Und da sagen wir ganz klar, nein, auf keinen Fall. Muss man nicht machen, denn ihr macht bitte die Trends, die zu euch passen und konzentriert euch dabei auf das Kerngeschäft des Bäckers, nämlich Backwaren. Äh, konzentriert euch da auf die gewinnbringenden und erfolgsversprechenden ähm, Trends. Denn da könnt ihr ähm, dann wirklich gut dabei sein und auch schöne Gewinne und Umsätze damit machen. Achtet darauf, dass ihr eure Produkte regional ähm, vielleicht einkaufen könnt, saisonal auch Aktionen macht mit Snacks, Bioprodukte anbietet, wenn das zu euch passt, aber auch zum Beispiel auf nachhaltige Verpackungen achtet bei den Snacks. Das sind, ist ein Trend, den ihr auf jeden Fall mitmachen solltet. Genauso wie äh, die Rohstoffrenaissance. Guckt mal, was gibt es für, für Lebensmittel, die irgendwie vielleicht lange nicht da waren, die wiederkommen, die ihr bei euch dann auch mal in die Filialen bringen könnt. Beispiele dazu haben wir natürlich auch gleich noch für euch. Auch das Thema Sehnsucht nach draußen. Uh, Urlaubsfeeling in die Bäckerei holen, das ist was, was ihr auf jeden Fall umsetzen könnt. Und ihr solltet natürlich auch darauf achten, dass es immer mehr Vegetarier und Veganer gibt, die vielleicht bei euch auch einen Snack haben wollen. Und auch hier solltet ihr für diese Zielgruppe Produkte vorhalten und zur Verfügung stellen. Das heißt natürlich nicht, dass ihr jetzt ähm, statt einem Burger mit einem Rindfleisch-Patty jetzt hier auf ähm, Fleischersatz aus Soja zurückgreifen müsst, der mit vielen Aromen zu irgendeinem Fleischimitat wird. Konzentriert euch hier lieber auf klassische äh, vegetarische Produkte wie ähm, Käse und ähm, Gemüse, Grillgemüse zum Beispiel, aber auch ähm, Getreidearten wie Quinoa, Bulgur, sowas sind auch Sachen, die da gut passen und die man in äh, Bäckereien anbieten kann, ohne dass man sich noch zusätzlich auf die Fleischersatzprodukte stürzen muss. Genau. Und wichtig ist natürlich auch dass altes und alles auch modern interpretiert wird. Denn äh, Bäcker sind von jeher schon immer sehr vorne dabei gewesen, ähm, was Foodtrends angeht und was neue Produkte und auch Innovationen angeht. Und hier ähm, solltet ihr euch nicht ja, die Butter vom Brot nehmen lassen und auch hier weiter vorne mit dabei sein. So, ich denke, ihr habt Lust auch auf ein paar. Ideen und Beispiele zu diesen ganzen ähm, Snacks. Aber Vorsicht, äh, der eine oder andere kriegt vielleicht gerade noch mal Hunger auf ein zweites Frühstück. Äh, dazu ist dann auch noch mal Zeit. Und äh, wir haben hier ein paar Beispiele zusammengefasst. Und zwar zum, hier haben wir hier die Focaccia Aphrodite, ähm, wo wir so einen schönen äh, Focaccia-Teig haben, ganz mediterran auch gewürzt, ähm, als Calzone hier gemacht. Und zwar so ein bisschen griechisch angehaucht mit Oliven und Schafskäse und Rucola. Und hier bedient man sozusagen die Trends nach dem Urlaubsgefühl, nach Sehnsucht nach draußen und hat hier zeitgleich auch einen schönen vegetarischen Snack, der aber auch sehr, sehr herzhaft ist, sodass er auch die ja, üblichen Fleischesser auch hier begeistern kann. Die kale falafel erlebt hier äh, oder bindet hier den Trend der Rohstoffrenaissance ein, indem wir hier ein äh, schönes Superfood haben mit Hafer in dem Brötchen, ähm, belegt mit Grünkohl ähm, als Ersatz oder Alternative zu klassischem Salat äh, oder auch Spinat. Sehr, sehr lecker. In Verbindung mit den wirklich tollen äh, vegetarischen Falafelbällchen, die in der äh, ja, arabischen und levanten Küche ja schon Jahrhunderte, Jahrtausende lang zu Hause sind und auch jetzt immer mehr den Weg ähm, zu uns finden und auch hier eine tolle vegetarische Variante sind und auch eine tolle Alternative, um hier mal einen Veggie Day einzulegen. Oder auch hier was ganz Klassisches, eine Stulle, die so ein bisschen Erinnerung an die Pausenhofzeiten in der Schule zurückbringt. Hier auch modern interpretiert mit einem leckeren und auch superfood Dinkelbrot, belegt mit einem Camemberg Käse und rote Beete. Auch rote Beete, ein Gemüse, das eine Renaissance erlebt und heute auch wieder sehr, sehr gerne gegessen wird und modern interpretiert auf so einem, einer Stulle, weil auf so einem modernen Snack eigentlich nicht fehlen darf. Ja, das Thema Bowls ist natürlich auch sehr angesagt, weil man hier ganz gesunde Rohstoffe ähm, verbinden kann. Das ist hier auch trotzdem sättigend und auch eine große Portion. Ähm, man kann hier besonders wechselnde Rohstoffe anbieten, kann hier sehr gut auf äh, Regionalität und Saisonalität setzen. Und auch hier nachhaltig ähm, ja, für einen leckeren Snack sorgen. Wichtig immer hier, wir sind beim Bäcker. Bitte ein schönes äh, Stück Brot dazugeben, denn das ist die Kernkompetenz. Ähm, Wenn es nur ein Salat ist, das kriegt der Kunde auch überall anders. Was man hier sieht an der Bowl, ist eigentlich eine große Schale. Sowas eignet sich tatsächlich nur in äh, Hochfrequenzstandorten. Ähm, ja, wo wirklich viel, viel los ist, dass sich das auch lohnt, diese Bowls frisch vor Ort. Ähm, zuzubereiten, denn äh, ja, nichts ist schlimmer als ein abgestandener ähm, Salat, wo das Dressing schon drauf ist und das alles so durchweicht. Ähm, das will wirklich keiner essen. Also hier ist es wirklich wichtig, solche Bowl-Schalen äh, vor Ort ähm, zu machen, wohinter natürlich auch eine gute Logistik stecken muss, denn die Rohstoffe müssen in ausreichender Menge natürlich auch immer frisch in der Filiale vorrätig sein. Wenn Sie solche Bowls lieber aus der Zentrale Liefern wollen, dass die da produziert wird, empfiehlt sich da hier auf den To-Go-Bereich zu gehen, indem man da also Bowl-Schalen aus Papier nimmt, die man dann zentral vorproduzieren kann und dann kann der Kunde das direkt mitnehmen. Ja, das wäre dann da die alternative Möglichkeit sozusagen. Auch bei den Getränken sollte man auf, äh, auf, auf Trends auch achten und das mal mit anbieten. Äh, ich denke, dass in keinem Kaffeebereich heute mehr eine Alternative zur klassischen Kuhmilch äh, fehlen darf, ob das jetzt Hafer ist oder äh, Soja, äh, Kokosmilch oder auch auf äh, Lupinenbasis, also Erbsen. Ähm, hier sollte man auf jeden Fall eine vegane Milchalternative anbieten. Ähm, man kann auch auf äh, zuckerfreie Softdrinks gehen äh, oder auch ähm, sich von Infused Water inspirieren lassen, wo man also ganz normales Leitungswasser trinkt, aber durch Zusatzstoffe hier das Gefühl hat, man würde zum Beispiel was Fruchtiges trinken. Äh, man verzichtet aber auf den ähm, ja, zusätzlichen Fruchtzucker und auch die ähm, ja, Nährstoffe, die sonst drin sind, hier ist wirklich nur Wasser mit Aroma und das suggeriert äh, eben den, den Verzehr von Fruchtsäften zum Beispiel. Alles, was angeboten wird, sollte heute auch in Mehrwegbehältern da sein, äh, sei es durch ein Pfandsystem, sage ich jetzt mal bei Suppen oder Bowls, aber auch Glasflaschen für die Getränke oder zumindest auch ein Pfandsystem und Mehrwegbecher für Coffee to go. Ja, wir haben ein kleines Fazit am Ende, nämlich. Niemand entscheidet, wer Trend ist. Die Trends entwickeln sich von uns allen, die entwickeln sich aus der Gesellschaft. Die Trends kommen und gehen. Also keine Sorge, wenn man einen Trend mal verpasst. Der wird irgendwann nochmal wiederkommen und dann seid ihr auf jeden Fall dabei, da mitzumachen. Man muss auch nicht jeden Trend umsetzen, denn die Trends und die Produkte, die wir anbieten, müssen wirklich zu uns und zu den Filialen, zu unserem Image des Unternehmens auf jeden Fall auch passen. Das ist eigentlich das Learning daraus. Sucht euch die Produkte, die zu euch passen, äh, setzt das modern um, achtet auf Nachhaltigkeit und auf ähm, hochwertige Rohstoffe ähm, und dann seid ihr auf jeden Fall schon mal ganz gut dabei. Okay, dann würde ich mal gerne wissen, wer hier eine Frage hat, die wir noch beantworten können oder auch gerne, was sind eure ähm, Erfahrungen zu dem Thema? Ich hoffe, man versteht mich noch, es regnet gerade wahnsinnig hier in Hannover. Wir stehen ja hier im, im Backforum von der Martin Braun Gruppe äh, mit einem tollen großen Glasdach und äh, ja, das wird aber halten. Auf jeden Fall so, dass wir noch ein paar Fragen beantworten können. Genau, vielleicht können wir noch mal die Präsentation dann beenden. Dann kann ich auch noch mal sehen, was da passiert. Oder es haben auch alle alles verstanden und sind so einverstanden, äh, so einverstanden auch. Äh, alle unsere Webinare sind natürlich auch hinterher abrufbar bei YouTube. Also wenn ihr das noch mal nachgucken wollt oder noch mal äh, ja heute keine Zeit hattet, Kollegen dann noch mal informieren wollt, guckt euch das da gerne noch mal an. Äh, ansonsten sprechen wir gleich um 12 Uhr nochmal über das Thema Mittagssnacks to go Da gibt es auch ganz tolle, trendy äh, Snack-Ideen, die sich vor allem für den heißen-to-Go-Bereich mittags eignen. Also warum sollte man eigentlich den, ähm, diesen Riesenabsatzmarkt Mittags-Snacks und Lunch äh, eigentlich jemandem anders äh, übergeben? Die Leute können doch auch bei uns essen, denn wir haben leckere Produkte und das schmeckt immer. Genau, und ansonsten sprechen wir gleich um 14 Uhr dann auch nochmal über das Thema nachhaltige Snacks. Auch da haben wir ganz, ganz tolle neue Snack-Ideen, die nicht nur nachhaltig, sondern auch lecker sind. Und das ist auch eine Premiere, denn wir werden heute auch nachmittag auch dann das erste Mal in unseren Webinaren Live-Snacks zubereiten. Da bin ich ganz gespannt ob wir uns noch halten können oder ob wir das selber alles schon mal aufessen, bevor das Webinar zu Ende ist. Also da sind Sie auch noch eingeladen. Meldet euch dann nochmal an auf der Webseite um 12 Uhr Mittags -Snacks und dann um 14 Uhr zu dem Thema nachhaltige Snacks. Genau. Wir haben jetzt hier kriegen hier eine Frage zu rote Beete von Jörg. Ich glaube, er schreibt noch was. Genau, ansonsten habe ich hier auf dem anderen Gerät noch eine Frage bekommen zum Thema ähm, Grünkohl, ob das nur ein Wintergemüse ist. Ja, Grünkohl hat natürlich eine Saison und ist vor allem hier in Norddeutschland, also noch nördlicher eigentlich als Hannover natürlich, ähm, beheimatet und wird wirklich im Winter sehr, sehr viel gegessen. Aber ähm, gerade in asiatischen Küchen ist Grünkohl auch sehr beliebt als ähm, Salate oder auch als ja, frische Beigabe. Man kann den sogar auch roh essen. Und wenn man den so ein bisschen mariniert mit, äh, mit Balsamico, ein bisschen mit Öl und ein bisschen Würz, ist das wirklich eine ganz, ganz tolle äh, Alternative ähm, wirklich zum, zum Salat, zum Spinat. Man kann hier tolle Snacks mitmachen und man kann das sogar auch super äh, mit verbacken und kann hier gerade, wenn jetzt Leute da sind aus den Grünkohlregionen, auch hier nochmal toll das Thema Regionalität spielen. Okay, Jörg möchte gerne wissen, äh, wie man verhindert, dass die rote Beete alles einfärbt. Ja, ist tatsächlich schwierig. Äh, wir haben jetzt hier das Foto eben gesehen, da hatten wir den Rotter Klosterkäse von Alpenhain, also ein äh, Camembertkäse, äh, wo die rote Beete direkt dran lag. Sieht fürs Foto super aus. Wenn ich aber so eine Stulle mache, die ähm, ich in der Verpackung möglicherweise auch 12 bis 24 Stunden ähm, lager, bevor ich das verkaufe, kann es natürlich sein, dass die äh, rote Beete so ein bisschen auf den ähm, Käse übergeht. Äh, man kann hier ein bisschen Salat dazwischen legen. Alternativ zu den richtigen Stücken oder Scheiben rote Beete äh, kann man aber auch einen rote Beete Aufstrich verwenden. Ähm, Aufstriche ja sowieso äh, in den letzten Jahren immer mehr im Kommen, dass die Remoulade eigentlich so verschwindet oder auch Margarine und Butter verschwindet. Man nimmt heute Frischkäse und Aufstriche für die Snacks. Und hat hier zum Beispiel im Bereich Rote Beete Aufstrich was ganz leckeres, vegetarisches und sogar auch vegan. Ähm, nämlich die Basis sind hier Kichererbsen, äh, also so eine Art Humus, das mit Rote Beete angereichert wird. Und dann hat man wirklich auch eine ganz, ganz tolle Farbe. Sieht so richtig knallig pink aus in dem Snack. Äh, werden wir auch heute um 14 Uhr nochmal verwenden. Also, äh, Jörg, wenn du da Zeit hast, komm doch gerne auch nochmal dazu. Dann haben wir nochmal ähm, was zu dem Rote Beete Aufstrich. Gut. Ja, wenn sonst keine weiteren Fragen mehr gibt, ich gucke nochmal in die Regie, da ist auch nichts mehr angekommen. Okay, ja, dann würde ich sagen: ähm, Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass so viele auch auf einem Samstag hier an unserem großen Snack Samstag dabei waren. Äh, wie gesagt, es geht weiter um 12 Uhr mit Mittagssnacks, um 14 Uhr mit nachhaltigen Snacks. Und auch im April machen wir weiter mit Webinaren und haben da auch nochmal ganz tolle neue Ideen für euch. Und was vielleicht auch interessant ist, wir werden am 13. April über das Thema Zielgruppe von morgen sprechen, Einblicke so ein bisschen geben in die Generation X, Y und Z, die jungen Leute, die ja demnächst und heute schon und demnächst bei uns einkaufen und die vielleicht auch bald unsere Mitarbeiter sind. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch da nochmal einzuschalten. Ja, wie gesagt, unsere Webinare gibt es hinterher bei YouTube. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Ähm, die Kontakte findet ihr äh, in den E-Mails oder auch auf unserer Website freundedessnacks.de. Ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Dann bin ich dabei, ihr hoffentlich auch wieder und äh, ja, bis gleich um 12 Uhr. Macht's gut.